Ein Doppelklassiko als letzter Strohhalm in einer bislang verkorksten Saison. Für den Champions-League-Sieger Real Madrid sind die Duelle Nummer 273 und 274 gegen den verhassten Erzrivalen FC Barcelona in dieser Woche die wohl letzte Möglichkeit, auf nationaler Ebene noch einmal in die Erfolgsspur zurückzufinden. Copa del Rey. Real Madrid, FC Barcelona am Mittwoch ab 21 Uhr im Live-Ticker und live im Stream auf der ZN-Anzeige. Der ZN gratis testen und den Klassiko und weiteren internationalen Fußball live. Real will Barça-Serie durchbrechen. Nach 25 Spieltagen liegen die Königlichen in der Meisterschaft als Tabellendritter bereits 9 Zähler hinter Barça und 2 hinter dem Stadtrivalen Atlético Madrid. In der Copa del Rey datiert der letzte Erfolg des Rekordchampions bereits 5 Jahre zurück. Seitdem triumphierte immer Barça. Das Rückspiel im Pokal-Halbfinale am Mittwochabend wollen Kroos und Co. zu einer gelungenen Generalprobe für das Punktspiel am Samstag nutzen. Durch das 1:1 im Hinspiel haben wir uns eine gute Ausgangslage verschafft, sagte Kroos, der angesichts der beiden Klassikos und des anschließenden Achtelfinalrückspiels in der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam in Spiel 2:1 von einer intensiven und wegweisenden Woche für Real sprach. Solari setzt Bale und Marcelo auf die Bank, das weiß auch Real-Trainer Santiago Solari, der seit seinem Amtsantritt im Oktober vergangenen Jahres wieder den gewohnten Glanz ins Spiel der Königlichen zurückgebracht hat. Wir können eine Menge erreichen, sagte der Argentinier, der Sorgenkind, der Gareth Bale erstmal eine Pause gönnt. Der walisischen Superstar sitzt im ersten Klassiko zunächst auf Bank, statt seiner stürmt Lucas Vazquez. Sergio Reguilón ersetzt als Linksverteidiger zudem Marcelo. twitter.com/realmadrid/status/1108326335195958 Kapitän Sergio Ramos, zuletzt gelb-rot gesperrt in der Liga beim 2:1 in Levante, lässt Nacho wieder ins zweite Glied rücken. Im Tor agiert wie im Pokal üblich Keylor Navas anstelle von Thibaut Courtois. Jetzt das aktuelle Trikot von Real Madrid bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Bale hatte am Sonntag mal wieder bei den Real-Fans und auch seinen Mitspielern für Kopfschütteln gesorgt, als er nach seinem Siegtreffer zum 2:1 per Elfmeter bei UD Levante die Glückwünsche seines Mitspielers Lucas Vazquez verweigerte. Zuvor soll er sogar sein Aufwärmprogramm unterbrochen haben, obwohl Real noch Wechselmöglichkeiten besaß. Messi, wollen jeden Wettbewerb gewinnen. Solche Probleme hat Barcelona, das im ersten Klassiko dieser Saison in der Meisterschaft die Königlichen mit 5:1 demontiert hatte, vor seinen beiden Gastspielen an der Avenida del Conca Espina nicht. Jetzt das Trikot des FC Barcelona kaufen, hier geht es zum Shop. Anzeige: Wir haben eine tolle Mannschaft und wollen jeden Wettbewerb gewinnen. Wir spielen immer voll auf Sieg, versicherte Superstar Lionel Messi, dem am Wochenende beim 4:2 beim FC Sevilla sein 50-Dreierpack gelungen war. twitter.com/für Barcelona-status/1108320868853401 Der argentinische Ausnahmefußballer warnte aber: Wir haben noch nicht einmal eine Hand am Titel, es ist noch ein langer Weg zu gehen. Ter Stegen bei Barça doch im Torcoach Ernesto Valverde wechselt nach dem 4:2 beim FC Sevilla auf 3 Positionen, statt Samuel Umtiti, Arturo Vidal und Philippe Coutinho beginnen Clement Lenglet, Sergio Roberto und Ousmane Dembélé. Und Ter Stegen beginnt doch für den eigentlich im Pokal gesetzten Jasper Cillessen, der wieder fit ist, die Startaufstellungen. Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón, Modric, Casemiro, Kroos, Vazquez, Benzema, Vinicius, Barcelona, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Sergio Roberto, Messi, Suárez, Dembélé. So können Sie den Clásico Real Madrid FC Barcelona live verfolgen. Stream: das ist ein Ticker, sport1.de.